Trüb, grau und kleidenass liegt der Landesstützpunkt für Leichtathletik in Rehde da. Kaum zu glauben, dass hier am Freitag mit dem 44. Internationalen Leichtathletik-Meeting ein echtes Sportfestival steigen soll, das im Münsterland seinesgleichen sucht. Aber Jürgen Palm vom LAZ Rehde weiß, das miese Wetter heute ist ein gutes Omen für Freitag. Das schlechte Wetter, das wir sonst beim Meeting haben, haben wir jetzt also jetzt schon mal. Das ist also schon mal eine gute Nachricht. Das heißt, am Freitag haben wir Sonnenschein und angenehme Temperaturen und werden einen tollen Leichtathletikabend erleben. Tatsächlich soll das Wetter am Freitagabend top sein. Und regnen wird es allerhöchstens Spitzenleistungen der Athleten. Denn sie wollen natürlich Rekorde brechen. Wir haben aber hier auch einige Stadionrekorde, die natürlich von Weltklasse-Athleten erzielt wurden. Im Weitsprung der Frauen ist der Stadionrekord 7,20 Meter von der Olympiasiegerin Heike Drechsler. Aber es gibt in Deutschland jetzt zwei richtig tolle Nachwuchsathletinnen, die mit 6,90 Meter und 6,88 Meter schon ziemlich nah an diese magische 7-Meter-Grenze herangesprungen sind. Und die Malaika Mayhambo und Lena Malkus sind auch so als Typen unheimlich interessant. Und ich denke, wenn die sich gegenseitig pushen, könnten wir mit ein bisschen Glück auch die 7 Meter dann vor dem Komma stehen haben. Aus gleich 20 Nationen sind Athleten am Start. Von Adrian Vasile aus Rumänien bis zum Chinesen Peng Zhan, der die 100 Meter in genau 10 Sekunden sprintet. Der amtierende U20-Weltmeister Ashram Afghat El-Saifi will seinen 6-Kilo-Hammer wieder auf 85 Meter schleudern. Auch wenn der Fußball derzeit alles beherrscht, das Leichtathletik-Meeting in Rehde ist sicherlich eine tolle Abwechslung und bietet für gerade mal 5 Euro absoluten Spitzensport direkt vor der Haustür. Ich hoffe so ein bisschen, dass die Menschen fachsimpeln wollen und sich treffen wollen und schon mal aus Vorfreude auf den Sonntag, am Freitag auch Spitzensport erleben wollen. Und dann mal ohne Ball, aber nicht weniger spannend und nicht weniger dramatisch. Und deshalb hoffen wir schon, dass so 1.500 Zuschauer den Weg in den Besercup Sportpark finden. Los geht's also am kommenden Freitag um 18 Uhr. Weitere Infos unter laz-rede.com. Weitere Informationen unter laz-rede.de. Wir sehen uns dann auch bei tollem Wetter.